Da ist sie. Herzlich willkommen, Eva Maria Bauer. Ich habe am Freitag das hier im Studio gesagt. Da haben alle gesagt, oh, die kommt, als ich gesagt habe, Oberschwester Hildegard kommt aus der Schwarzwaldklinik. Sie haben so viele verschiedene Sachen gemacht, sowohl im Film, Fernsehen und am Theater. Hängt die Oberschwester Hildegard Ihnen noch ein bisschen nach oder ist das eigentlich vorbei? Nein, das ist beileibe nicht vorbei. Ja. Es hängt mir nach, wie Sie so schön sagen. Ja. Aber es ist ja lieb. Sie leiden nicht drunter? Ich leide nicht unbedingt drunter, nein. Aber es ist merkwürdig, werde ich immer nur als Hallo, Oberschwester Hildegard. Und nicht etwa mit Frau Bauer, Tag, Frau Bauer oder so. Ja. Ich bin immer die Oberschwester Hildegard. Und da muss man sagen, Sie haben so viel gemacht in so vielen verschiedenen. Sie sind ein Münchner Kindl, hätte ich beinahe gesagt. Ein Hamburger Kindl. Ja. Haben aber so viel in München gearbeitet. Sie haben mindestens 15 Mal Derrick und der Alte gemacht. So ist es, ne? Ja. Man hat Sie da immer gerne geholt, der Herr Ringelmann. Da bin ich auch gerne hingegangen. Ja. Und jetzt kommen Sie gerade von Dreharbeiten, die Sie mal wieder mit der Dr. Dieter Wedel zusammengebracht haben. Das sind die Semmelings. Ja. Was für eine Rolle spielen Sie da? Ja, da bin ich eine Lebensgefährtin, also vom Beruf Lebensgefährtin. Aha. Und der stirbt mir dann leider weg und so werde ich dann weitergereicht, auch wieder als Lebensgefährtin. Ist das eine ernste Rolle oder eine heitere Rolle? Ja, das ist eine ernste Rolle eigentlich. Natürlich nicht nur zum Weinen, aber eine erstaunlicherweise ernste Rolle. Mhm. Sonst kriege ich ja eher immer die putzigen und... Naja, aber in Krimis habe ich Sie aber auch schon sehr verdächtig gesehen. Und insofern muss man das ja wirklich mal sagen. Sie haben auch viel Theater gespielt. Ja. Und bevor wir da über die Vergangenheit so ein bisschen auch sprechen, es kommt in der Zukunft auch was. Sie spielen wieder Theater bald und zwar in Hamburg. Ja, im Winterhuder Fährhaus mit meiner Freundin Gerda Gmelin, Arsen und Spitzenhäubchen. Mhm. Da kann man sich ja wirklich jetzt schon freuen. Das geht im November dann los. Ja, das freue ich mich auch schon drauf. Zurück noch mal zu Dieter Wedel. Sie sind da in Dreharbeiten. Sie müssen auch noch mal wieder hin, ne? Also Sie sind noch nicht abgedreht, sozusagen. Nein. Oft hört man Dr. Dieter Wedel, oh, der ist sehr gut, aber auch sehr streng und der kann aber böse werden oder so. Wie erleben Sie ihn am Drehort? Ich mag ihn sehr gerne. Ja. Muss ich gleich vorweg schicken, weil ich ihn auch sehr lange kenne und weiß, er hat Humor und ist natürlich manchmal der Strenge, aber dadurch auch der sehr Gute. Ne? Mhm. Und ich arbeite sehr gern mit ihm. Sie haben und viele andere auch. Ne? Viele wechselhafte Geschichten gemacht. Sie springen immer so von der Bühne zum Film, zum Fernsehen. Gibt es was, was Sie besonders gerne machen? Stehen Sie lieber auf der Bühne vor Publikum oder drehen Sie doch lieber? Nein, ich spiele lieber Theater. Mhm. Aber das ist eben heute gar nicht mehr so leicht möglich. Mhm. Warum nicht? Weil die Stücke nicht unbedingt immer das sind, was ich gerne spielen möchte. Mhm. Gibt es eine Rolle, wo Sie sagen, Mensch, warum ist da noch keiner drauf gekommen? Das würde ich so gerne spielen, aber es hat mir noch keiner angeboten. Ja, da gibt es ein Stück, das heißt Gute Nacht, Mutter. Aha. Und das würde ich sehr gerne spielen mit einer Kollegin, mit Irmgard Riesen. Ah. Aber das wird eben sehr... ungern. Heute spielt man halt andere Sachen. Mhm. Obwohl, Gute Nacht, Mutter, ich glaube, wo habe ich das irgendwie gesehen? Das habe ich irgendwo schon mal gesehen. Und ja, das war im Ernst-Deutsch-Theater mit Edda Seipel. Genau. Und, wie heißt unsere Süße? Na, zumindest Edda Seipel ist gefallen und ja auch eine ganz große. Witterpol. Ach, Witterpol. Frau Bauer, bis hierher vielen Dank. Wir gehen jetzt, man hört es schon, die Töpfe klappern schon, erstmal in die Küche und dann haben wir weiter Zeit, uns über Sie zu unterhalten. Freue ich mich sehr drüber. Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen, Eva Maria Bauer ist bei uns, gerade so in den Dreharbeiten mit Dieter Wedel, die Semmelings, aber auch noch viele andere Projekte. Auch wo Sie immer dabei sind, das weiß man, ist der Landarzt. So ist es, Das wird oben gedreht an der Schlei. In Kappeln an der Schlei, Die wievielte Staffel sind Sie da schon dabei? Also, ich war mal kurze Zeit raus, weil mein Mann verstarb damals. Ja. Und dann wurde ich aber wieder reingeholt und ich bin erkältet. Ja, macht nichts. Grauslich. Und ich bin also schon einige Jahre dabei jetzt. Mhm. Sie haben in Ihrer Karriere... Genau, das weiß ich im Moment nicht. Ja. Sie haben in Ihrer Karriere viel mit namhaften Regisseuren gearbeitet, sowohl beim Fernsehen als auch auf der Bühne. Sie waren alleine wie viele Jahre am Thalia-Theater? 13 Jahre. Boah, das ist eine lange Zeit. Waren Sie da fest? Da war ich fest, ja. Aha. Wann? Zuerst war ich Gast und dann hat Gobert mich fest engagiert. Ja. Gibt es da ein Stück, was Sie besonders gern gespielt haben am Thalia?
Ja, ach, da gab es einige. Ich habe sehr gern die Geburtstagsfeier von Pinter gespielt mit meinem Freund Ulrich Matschos. Ja. Und dann, was mir als Rolle sehr am Herzen gelegen hat, weil es ihm schwer war, das war die Magda Goebbels in Die letzten Tage in der Reichskanzlei. Mhm. Das war natürlich sehr diffizil, nicht? Das musste man sehr vorsichtig spielen. Und da ich sonst immer gerne als komische Dame engagiert werde, bin ich immer sehr glücklich, wenn ich mal zeigen darf, dass ich auch was anderes kann. Aber obwohl auch die komischen Rollen, die Sie spielen, das darf ich sagen, sind aber auch immer so charakterkomische Rollen, würde ich sagen. Das ist sehr freundlich, ne? Dankeschön. Also das muss man doch, sind schon Studien, also das muss man sagen. Sie haben unter anderem auch das Traumschiff gemacht, Schwarzwaldklinik haben wir schon drüber gesprochen. Da haben Sie mit einem Regisseur gearbeitet, das war Alfred Vohra, der ja sehr viel gemacht hat. Derrick, der Alte, Wollis-Filme, Karl-May-Filme auch einige und dann natürlich auch Traumschiff und solche Sachen. Ja. Wie war das zum Beispiel mit Alfred Vohra zu arbeiten? Ich habe sehr gerne mit ihm gearbeitet. Ja. Er war ein sehr sensibler Regisseur und konnte sehr viel. Mhm. Ich habe sehr gerne mit ihm gearbeitet, muss ich sagen. Wenn Sie so die Zeit ein bisschen Revue passieren lassen. Ich habe in Ihrer Biografie gelesen, Sie sind seit 50 Jahren im Beruf ungefähr. Das so darf man sagen. Ja. Was hat sich am deutlichsten verändert in der Branche Film und Fernsehen? Am deutlichsten hat sich verändert, na Gott, wie soll ich das jetzt sagen? Die Themen sind heute andere. Es ist heute alles etwas freizügiger, wollen wir es mal vorsichtigerweise so ausdrücken. Ja. Und das ist ganz schwer in meinem hohen Alter, ganz schwer zu beurteilen, was jetzt heute noch gut ist und weniger gut ist. Weniger gut ist. Das wird ja auch den Zuschauern letztendlich selbst überlassen sein. Und letztendlich entscheidet dann doch die Quote, wie wir ja alle wissen. So ist es ja. Frau Bauer, bis hierher vielen Dank. Und Schwester Hildegard mit Oberschwester, dem. Entschuldigung, siehst du, da geht's schon los. Habe ich schon falsch gesagt. Oberschwester Hildegard. Ja. Es haben ja einige ganz große Kollegen von Ihnen ordentlich auf die Finger gekriegt. Denn es waren ja im Laufe der Schwarzwaldklinik, dieser Dreharbeiten, die ganz großen Stars haben sich behandeln lassen. Von Wusso mal abgesehen, der durchgehend war und so weiter. Ja. Aber Sie hatten Karl-Heinz Schroth da, kann ich mich erinnern. Also gibt es da Leute, mit denen Sie besonders gerne zusammengearbeitet haben? Ja, also dauerhaft. Also ich habe mit Wusso auch sehr gerne zusammen. Oh Gott, ich bin so gutartig heute. Ja, das ist ja schön, ist doch schön. Also mit dem habe ich Sie können auch mal gerne mal sagen, wer ein Ekel ist. Nein, und ich habe gerne mit Gerd Fröbe gespielt. Aha. Und mit Karl-Heinz Schroth natürlich. War Gerd Fröbe mal in der Schwarzwaldklinik? Ja. Ja? Ja. Ja. Mhm. Das war ganz süß. Und mit wem denn noch, Gott, eigentlich waren die Kollegen alle prima. Ja. Muss ich sagen. Was macht ich muss Eva Maria, ob da ein Ekel war. Ja, wenn Ihnen noch eins einfällt, bitte unbedingt mal sagen. Wir wollen auch mal hören, wer ein Ekel ist. Ja, mal gucken, mal sehen, ob mir einer einfällt. Okay. Im Moment nicht. Wenn Oberschwester Hildegard bzw. Eva Maria Bauer nicht beim Landarzt ist, nicht bei Wedel ist oder nicht eine Utter Danella-Verfilmung macht, was auch ansteht. Ja. Sie sind eine Hamburgerin. Ja. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Da gehe ich mit meinem Hund spazieren und meinem Mitmenschen und gehe sehr gerne an den Hafen. Ja. Gehe auch gerne sonntags morgens auf den Fischmarkt. Da stehen Sie aber früh auf oder machen Sie durch? Ja, ganz früh auf. Nein. Nein. Sie haben, also zwei Sachen wollen wir unbedingt noch klären. Den Hund und den Mitmenschen. Sie sagen das so nett, Ihr Mitmensch. Ja. Wer ist denn Ihr Mitmensch? Das ist Hajo Sievers. Ja. Wir sind seit vielen, vielen Jahren befreundet. Und, und er kümmert sich um meine Hunde, wenn ich nicht da bin und naja, sowas alles Gutes. Wir haben, Frau Bauer, immer dienstags bei uns in der Sendung eine Rubrik, wo wir sagen, Tiere suchen ein Zuhause. Und das machen wir zusammen mit dem Tierheim in der Süderstraße. Ja. Sie sind gerade in der Süderstraße gewesen, vor nicht allzu langer Zeit. Ja. Und sind fündig geworden. Ja, das heißt, also ich bin jetzt erst am Sonntag da gewesen und wollte mich bedanken. Aber vorher war eben dieser mein Mitmensch da und hat mir meine Kira geholt. Also Ihnen ist ein Hund verstorben? Ja, meine Amanda. So. Und es war ganz schrecklich. Ich habe sie 14 Jahre gehabt und sie war entzückend, ein wunderbarer Hund. Und jetzt habe ich eine Kira, die
genauso aussieht wie meine Amanda, nur etwas kräftiger und 3,5 Jahre alt ist. Aha. Und sie ist entzückend, hat den gleichen Charakter offenbar. Sie ist fabelhaft. Sehr schön. Also eine Hundenärrin. Und ich weiß von Ihnen auch, Sie kochen gerne. Ja. Ja? Was sind Ihre Spezialitäten? Ich mache zum Beispiel gern Quiche Lorrain. Aha. Dann Tafelspitz. Ja. Und Eintöpfe. Eintöpfe. Wunderbare Eintöpfe. Und heute gibt es bei Ihnen, haben Sie mir eben verraten, wir gehen jetzt rüber in die Küche, bei Ihnen gibt es heute Lachs. Ja, was ja. für ein Zufall. Und ja, Sie wussten aber nicht, dass es bei uns auch Lachs nein, gibt. Nein, das wusste ich nicht. Gut. Also, dann gehen wir jetzt rüber zu Anna und vielleicht probieren Sie dann mal den Lachs hier und vergleichen den mal mit Ihrem eigenen. Bitte, Anna.